Jo, servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen bei Mission 5. Chief, hier ist Spartan Sarah Palmer von der Infinity. Commander Lasky wartet im Mammoth auf Sie. Auf dem Weg. Wow, da hat aber jemand Minderwertigkeitskomplexe. Papa Foxtrot 766 an Spartan Palmer sind endlich in der Luft. Gehen wir mal zu Lasky. Die Snapper nehmen wir dann gleich mit. Chief, leider müssen wir einige der Partikelkanonen von Hand ausschalten, bevor wir zum Gefechtsstand gelangen können. Das soll ja nicht das Problem sein. Chief, Palmer nochmal. Der Mammoth hat Jetpacks an Bord. Wenn ich da unten wäre, würde ich mir eins holen. Schon erledigt. Gut, packen wir uns einfach mal da vorne an das Geschütz und warten wir einfach mal, bis es losgeht. Gypsy Company, ihr Captain Del Rio. Sie haben grünes Licht. Schalten wir den Gravitationstrichter aus, damit wir nach Hause können. Gute Jagd. Infinity Ende. Okay, Gypsy, die Arbeit ruft. Wirbeln wir ein bisschen Staub auf. So, machen wir uns mal auf den Weg. Captain Del Rio, die Feuerleit-Pelicans sind nahe der Partikelkanonen in Position und warten darauf, dass die Minimap des Mammoths sie ausschaltet. 766, gehen Sie runter! Sie sind in der Todeszone! Ziel fast aufgeschaltet. Nur noch ein bisschen. Pelican, zurückziehen! Two for one. Gypsy, rücken Sie zur Absturzstelle vor und werfen Sie den Teammarkierer. Ohne ihn können Sie die Beseitigung dieser Geschütze vergessen. Ja, ich habe versucht, den Turm auszuschalten, aber hat doch nicht so ganz geklappt. Na gut, ist egal. Schalten wir einfach mal die restlichen Gegner aus. So, um den Rest können sich die Marines kümmern. Wir gehen gleich mal runter zum Warthog und schnappen ihn uns so früh wie möglich, damit wir gleich sehr, sehr zeitig am nächsten Ziel sein können. Jawohl, und los geht's. Augen nach oben, Gypsy! Landungsschiff im Anflug! Da hinten im Dreck steckt der Pelican von Gypsy 7. Gibt's Überlebende? Wir fahren hier einmal außen rum, damit wir den Gegnerbeschuss oder den Feindbeschuss ein bisschen vermeiden können. Geh da hin und hol mir den Markierer. Und können uns dann gleich mal den Markierer schnappen, so wie gerade. Verstecken uns ein bisschen hinter dem Felsen, damit wir ein bisschen Deckung haben vor den Ghosts und vor dem Scharfschützen. Zielen Sie auf die Phantoms, dann schießt die Railgun sie ab. Ziel erfasst. Gut, würde ich jetzt schon losfahren, wäre es mein sicherer Tod. Deswegen warte ich erstmal noch ein bisschen. Bei der günstigen Gelegenheit schnappe ich ihn mir, fahre nochmal kurz dahinter. Denn ihr braucht, oder ihr verbraucht zu viel Zeit, wenn ihr dann während des Feindbeschusses einmal dreht. Da lieber dreht hinter den Felsen, da habt ihr noch Deckung und könnt dann losfahren. So, ab nach oben, das nächste Ziel ausschalten. Lasky an Infinity. Erstes Ziel ausgeschaltet. Kein Sichtkontakt mit weiteren Zielen. Gypsy auf dem Weg zum zweiten Einsatzziel. Erbitten Evakuierung für Verluste. Bin dabei, Commander. Palmer Ende. Gut. Hier hole ich mir mal die Rocket und versuche die mal einem Marine zu geben. Denn da kommt dann nachher ein Teil oder ein Part, in dem ihr halt
ein bisschen was zerstören müsst. Und dabei braucht ihr auf jeden Fall die Hilfe von den KIs, sage ich jetzt mal. Hier war es allerdings noch nicht der Fall. Da habe ich mich ein kleines bisschen geirrt. Aber oben geht gerade die Post ab, deswegen mache ich mich gleich mal hoch und unterstütze die Leute mal ein bisschen. Geortet. Schalten Sie sie ab, damit der Mammoth durch kann. Gut, das ist der Part, den ich meine. Schnappt euch einen Warthog. Dann holt euch mal noch zwei Marines. Einer ans Geschütz, standardgemäß. Und der andere als Beifahrer mit der Rocket. So, wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr dann rausfahren und ja. So, dabei fahren wir aber nicht hier durch, sondern fahren außen rum, denn es wäre sonst unser sicherer Tod. Ja, der Warthog sieht schon ein bisschen demoliert aus, aber das macht nichts. So, und der letzte erledigt. Hier hatte ich ziemlich viel Glück gehabt, dass der Wraith mich ja nicht erwischt hat. Es kann auch anders ausgehen. Ah, da vorne steht ein Gauss Warthog. Den werden wir uns gleich mal schnappen. Tja, ich dachte eigentlich, das Ziel wäre ausgeschaltet, aber wie ihr seht, ist es irgendwie nicht wirklich passiert. Ich habe mich in dem Moment gefragt, was ist los? Ich sehe immer noch das Symbol bzw. das Ziel. Also machen wir das Ganze einfach nur mal von vorne. Ziel erfasst. So, aber jetzt hat er ihn. Gut, jetzt habt ihr es erstmal mit ein paar Ghosts zu tun und mit ein paar Waves. Hier habt ihr halt den Vorteil, die Marines treffen manchmal richtig gut, auch mit der Rocket, so wie jetzt gerade gegen den Wave. Manchmal gibt es aber auch ein paar Szenen, da treffen die Marines wirklich überhaupt gar nicht. Das ist, ja, keine Ahnung, was es ist, aber ist schon manchmal ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Ja, da wollen wir dann hoch. Aber kümmern wir uns erstmal um die Ghosts und die Waves. Ja, er ist schon tot. Oh, Mann,
Oh, knapp daneben geschossen. Das ist das, was ich meine. Manchmal treffen sie richtig gut, aber manchmal treffen sie auch wirklich gar nichts. Versucht euch hier, wenn es geht, diesen kleinen Hügel einfach mal ein bisschen zunutze zu machen, so als Deckung. Lustig, wie sie immer wieder mit auf die Leiche schießen. Tja, wie ihr seht, es kommen nicht gerade wenig Feinde. Sind schon einige Ghosts, die ihr da ausschalten müsst. In den Bauch des Schiffs. Mit ein bisschen Timing könnten wir damit an Bord gelangen. So. Auch hier versuche ich wieder eigentlich so viele Kämpfe wie es geht zu vermeiden, indem ich einfach mal hier drum rumlaufe. Ja. Und hoch. Hier könnt ihr euch am besten den Needler schnappen, denn der Needler ist, wie ihr wisst, in Halo 4 ziemlich overpowered. Und er zerstört die Feinde einfach nur. Es ist echt unglaublich. Gut, wir überspringen das mal ein bisschen, damit es schneller geht. Kern zerstört. Und jetzt erstmal runter vom Schiff. So, jetzt können wir noch ein bisschen zugucken, wie es so fortfliegt und explodiert. Und tschüss. Danke, Chief. Für ein Weilchen wurde sie ein wenig brenzlig. Alle Einheiten um uns formieren. Nesky, die Infinity. Statusbericht. Mammoth in üblem Zustand, Sir. Er könnte es bis ins Zielgebiet schaffen, falls niemand anfängt, uns mit Steinen zu bewerfen. Ein zu hohes Risiko. So, hier haben wir mal einen kleinen Cut gemacht, denn die Fahrt dauert ein wenig und da nicht viel passiert, überspringen wir das Ganze einfach mal ein bisschen und kommen zum nächsten Gebiet. Der Befehlsstand der Partikelkanone ist am Ende des Grabens. Sir, allein bin ich schneller. Wir sehen uns dann auf der Infinity, Commander. So, hier ist es wichtig zu wissen, dass ihr es hier mit einigen Scharfschützen zu tun bekommt. Und wenn ihr wisst, wo die Scharfschützen sind, könnt ihr die sofort ausschalten, beziehungsweise schneller ausschalten. Und kommt auf jeden Fall viel leichter durch. Achtung! Ja, dann sind da oben nochmal ein paar.
Am besten macht ihr es einfach so wie ich und Jetpack einfach mal ein bisschen so rundrum. Dann dürftet ihr sie eigentlich relativ leicht finden. Da sind gleich zwei. Die haben wir jetzt auch. Na, schnell runter. Gut, ich glaube, das war jetzt der letzte. Ja, sieht so aus. Gut, laufen wir einfach mal hier links hoch. Passen nun auf die rechte Seite, hier spawnen ein paar Schakale. Das könnt ihr dann ganz leicht ausschalten. Die Prometheaner könnt ihr auch hier wieder ein wenig umgehen. Bleibt hier links einfach ein bisschen Entdeckung, Schild aufladen und losrennen. So, den gehören auch mit. So, da vorne spawnt ein Springer. Ich renne da meistens an ihm vorbei. Wenn ihr Glück habt, überlebt ihr es. Wenn ihr Pech habt, greift euch der Springer an und ihr seid tot. In dem Fall habe ich Glück gehabt. Kommunikation schwierig, Koordinaten erhalten. So, wo ging es denn nochmal lang? Geradeaus? Nein. Okay, dann zeig mir den Weg. Sollte uns direkt zu den von der Infinity übermittelten Koordinaten bringen. Fast so, als wenn die Wächter wollten, dass wir die Partikelkanone ausschalten. Könnte eine Falle sein. Sie sagen das so, als gäbe es eine andere Möglichkeit. Wir haben die Koordinaten erreicht. Hier müsste es sein. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Sieht schon eigentlich ziemlich geil aus, muss ich sagen. Nicht schlecht. Partikelkanonen scheinen diese Schaltmatrix für ihr Zielleitsystem zu nutzen. Das Ganze so, da ich ja bereits weiß, wie es hier weitergeht, laufe ich einfach mal schon mal ein Stück zurück. Und wartet dann, bis es weitergeht. Cortana und Infinity, die Geschütze sollten offline sein. Wie sieht's von oben aus? Infinity! Cortana? Hier drin ist was. Chief! Cortana! Cortana! Da war sie weg. Da ist sie. Chief, hier oben!
So, schnappen wir uns Cortana und dann raus hier. Fahrstuhl, Rückseite der Kammer. Die dreimal fix ausgeschaltet. Und wenn ihr Fehlerkämpfe vermeiden wollt, dann lauft einfach an der linken Seite lang und versucht einfach durchzurennen. Selbst auf Legendär machen euch die Vorrunner-Shots nicht wirklich so viel Schaden. Also ihr könnt da beruhigt sein und durchgehen. Und ab zum Lift. Chief, was ist mit ihm? Da drüben gibt es übrigens einen Terminal, was man nicht weiß. Das ist eine lange Geschichte. Aber ich weiß jetzt, was ich auch. Die Bibliothekarin hat mich eingeweiht, als sie mich aus dem System gefischt hat. Ich weiß aber nicht, was sie mit ihnen angestellt hat. Vielleicht finden wir es ja später raus. So, auf zum letzten Part. Wie ist Ihr Status? Werden hier oben Stücke geschossen? Kann die Infinity auf den Trichter schießen? Ich renne extra weiter links rum, da ich unbedingt in den Warthog muss. Aber er bei mir meistens nicht stehen geblieben ist, als ich auf ihn zugerannt bin. Deswegen habe ich ihm jetzt ein bisschen den Weg abgeschnitten. Fix an den Ray vorbei. Und dann jetpackt ihr einfach hier hoch. Das wäre nämlich eure nächsten Ziele. Die einfach mal ausschalten. Zwei Sniper-Shots. Kraftfeld lässt nach, weiter so. Ich dachte, einer reicht, aber wir haben doch zwei. Hinter dieser Schlucht ist eine Lichtung. Gut. Von da aus sehen wir den Gravitationstrichter. Um die Feinde müsst ihr euch nicht kümmern, die könnt ihr dann einfach ignorieren. Gegen die hättet ihr halt kämpfen müssen, aber das habt ihr jetzt einfach dadurch übersprungen. Und wir können damit gleich zum Ende der Mission laufen. Infinity, wir sind am Trichter. Dann markieren Sie das verdammte Ding, damit wir hier rauskommen. Sie haben ihn gehört, Chief. Schuss einleiten. Dann machen wir das mal. Die könnt ihr übrigens auch selbst steuern, aber es verfehlt nie. Jawohl. Und damit Ende der Mission. Jo, das war's mal wieder von mir. Haut rein. Ciao und bis zum nächsten Mal.